Ein wichtiger Bestandteil der Terra Preta ist die Pflanzenkohle. Ich konnte die jetzt endlich mal selbst herstellen, habe jetzt mal die Möglichkeit gefunden, beziehungsweise auch die Zeit, meine eigene Pflanzenkohle herzustellen, und da nehme ich euch mal einfach mal mit. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und das Thema heute: Wie stelle ich meine eigene Pflanzenkohle her? Also grundsätzlich gibt es viele verschiedene Methoden, mit denen man Pflanzenkohle herstellen kann oder in welchen Behältern Pflanzenkohle hergestellt werden kann. Zum Beispiel klassisch oder die einfachste Methode ist der Erdkontiki. Das heißt, man gräbt ein trichterförmiges Loch in den Boden und macht dort sein Feuer bzw. die Herstellung der Pflanzenkohle. Dann gibt es auch noch viele verschiedene andere Methoden, wie zum Beispiel Pyrolyseofen. Da werden auch sehr viele gebaut, dass man auch sich der Methode bzw. die Funktion des Holzvergasens nutzt. Ich habe jetzt hier mehr oder weniger einen tragbaren Kontiki von einem Freund mir bauen lassen. Da habe ich mir auf einer Webseite, die heißt Way Out West, da haben sie wirklich solche trichterförmigen Schalen gebaut, beziehungsweise es ist eigentlich eine umgedrehte Pyramide, die oben weggeschnitten worden ist. Und den Bauplan habe ich meinem Freund gezeigt. Der hat halt durch seine Arbeit die Möglichkeit bzw. eine Werkstatt, um das zu bauen, und hat es mir dann noch zusammengeschweißt. Mir wurde auch gesagt, dass der beste Winkel die von der Cheops-Pyramide ist, also 52 Grad der Winkel. Ist jetzt nicht ganz so gut geworden, weil ich meinem Freund andere Maße gegeben hat und der hat dann einfach überschnelles gemacht, obwohl ich ihm dann später nochmal die richtigen Maße zukommen lassen habe. Jedenfalls klappt es mit der Schale trotzdem. Die habe ich dann einfach aufgebaut, habe ein paar Steine drunter gelegt, damit halt einfach der Pflasterstein vor dem Garagentor meiner Eltern nicht voller Pflanzenkohle bzw. Schmarz dann wird. Einfach ein paar Steine drunter gelegt und habe dann einfach angefangen mit meinem Feuerchen. Habe dann zuerst ganz normal leicht entzündliches brennbares Material genommen, wie zum Beispiel Stroh und ganz kleine Holzstückchen, damit das Feuer anfängt zu brennen. Habe das dann immer wieder weitergeschnitten, dann immer ein bisschen dickeres Material drumherum, weil bei der Pflanzenkohleherstellung ist es halt einfach wichtig, dieses Pyrolyseverfahren durchzuführen. Das heißt einfach, dass ich, um Pflanzenkohle herzustellen zu möchten oder einfach, dass ich halt die Pflanzenkohle bekomme, ist es wirklich wichtig, nur das Lignin und das ganze Wasser verdampfen zu lassen, dass so ziemlich der Kohlenstoff übrig bleibt. Das heißt, ich lege einfach so lange Holz nach, bis dann die Flamme dann an der obersten Stelle angekommen ist, beziehungsweise auch bei mir in dem Fall die Schale voll ist. Und das hat einfach den Grund, warum es auch hier so trichterförmig ist, dass das Feuer von unten her keine Zufuhr bekommt, dass es einfach von dem her erstickt, dass halt das untere Material nicht mehr brennt bzw. auch nicht mehr zu Asche ausbrennen kann. Habe dann immer weiter geschichtet, alles Mögliche, was ich gefunden habe, alte Holzreste von Holzkisten. Dann natürlich auch das ganze feuchte Holz, was ich von den Rückschnitten bekomme, von hier aus dem Garten bzw. auch von den Leuten. Da muss ich auch wirklich sagen, es dampft wie die Hölle. Muss man auch wirklich aufpassen, dass man das nach und nach macht, sonst geht das Feuer auch irgendwann zu schnell aus, wenn man zu viel auf einmal nachlegt. Und der ganze Dampf, der ist mir auch zum Teil in die Augen gegangen und ist es auch nicht gerade wirklich das Angenehmste, wenn der Wind halt die ganzen Richtungen umschlägt, das ganze nasse Holz, die ganze Rückschnitte auch wirklich einzuatmen. Habe das aber jedenfalls gemacht, hat ungefähr 2-3 Stunden gedauert, bis die Schale voll ist, und dann
ich nicht mehr nachlegen konnte. Hab dann wirklich, als ich dann nicht mehr nachlegen konnte und die Flamme dann schon nicht mehr so, ja, hoch war, beziehungsweise nicht mehr so gestochen hat, sondern eine leichte Flamme war es und dann geglüht hat, habe ich dann wirklich diesen Zeitpunkt auch genommen, also diesen richtigen Zeitpunkt zum Löschen, der ist sehr wichtig. Und dann habe ich halt versucht, von unten her zu löschen, weil wenn ich von oben lösche, direkt auf das Feuer drauf, dann brauche ich erstens mehr Wasser. Und so meine Erfahrung und was ich auch von einigen Leuten mitbekommen habe, ist, dass wenn man von unten her löscht, dass sich dadurch auch mehr Poren bilden. Und diese Poren sind natürlich auch sehr wichtig bei der Pflanzenkohle, weil da siedeln sich natürlich die ganzen Mikroorganismen an. Natürlich werden auch da die Nährstoffe eingelagert und alles Mögliche. Das heißt, deshalb habe ich auch von unten her gelöscht, beziehungsweise habe auch hier versucht, von den Ecken das Wasser reinfließen zu lassen. Habe nicht nur mein eigenes Gießwasser genommen, ich wollte die auch gleich aufladen, habe deswegen auch meinen eigenen Urin genommen, um einfach die Kohle schon mit vorzuladen, beziehungsweise vorzuladen, aufzuladen, schon jetzt. Und was auch gehen würde, ist die eigene Jauche, Kohljauche, Brennnesseljauche, Beinwelljauche, dann gibt es auch Mistjauche, einfach alles Mögliche kann man auch hier zum Ablöschen nutzen. Da lade ich wirklich die Kohle vorher auf, würde ich da auch empfehlen. Und sonst, nachdem ich fertig gewesen bin, habe ich das Ganze einfach einen Tag stehen lassen, damit es auch einfach nochmal so abkühlt. Und dann einfach alles umgefüllt in den einen Kasten, den ihr vorhin gesehen habt. Den habe ich dann, die groben Kohlestücke habe ich dann nochmal alles eine Stunde lang klein geschlagen oder klein gemacht. Und die Kohle werde ich jetzt dann nochmal in meinem Kompost bzw. meinem Berkeley-Kompost einarbeiten, damit die Kohle sich nochmal aufladet über die nächsten Monate, dass ich sie vielleicht dann schon auch in die Beete einbringen kann. Ich werde das jetzt noch ein paar Mal machen, habe noch genug Astschnitte und Holz, dass ich sie auch für mein Bokashi nutzen kann. Also so, jetzt kann ich eigentlich meine eigene Pflanzenkohle herstellen, muss jetzt nicht unbedingt immer welche zukaufen. Kann man jetzt einfach aus dem eigenen Garten machen. Und die Schale, da verlinke ich euch auch nochmal den Bauplan von, auf der Webseite, wo ich sie gefunden habe, beziehungsweise ist eigentlich ganz einfach, zeige euch ein anderes Video, wie man die gebaut hat. Ist recht simpel, da danke ich nochmal meinem guten Kollegen, der mir auch nochmal das Holz gebracht hat. Also du hast mich wirklich super unterstützt, Reinhard. Vielen Dank nochmal, so trifft man Leute im Tai Chi. Und ja, damit möchte ich es auch belassen. Kann jetzt endlich meine eigene Pflanzenkohle herstellen, was wirklich super geil ist. Also wirklich, wirklich, wirklich schön. Und sonst, ja, wieder das ganze übliche Social Media. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und dabei auf die Glocke drücken, werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich auch Freunden, Bekannten und Familie von mir unten in meinem Projekt erzählen, auf sozialen Netzwerken verbreiten und Unterstützungsmöglichkeiten für das Projekt und für mich findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite, damit ich weiterhin für euch solche Videos machen darf und euch einfach auf das Werbeprojekt am Laufen halten kann. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderbare Tage. Es gibt noch einiges zu tun im Garten. Ich freue mich immer wieder, für euch neue Videos zu machen. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.